Die Newtonschen Gesetze gelten als Fundament der gesamten klassischen Mechanik. Sie beinhalten drei Aussagen, wobei die erste Aussage ein Spezialfall der zweiten ist. Dann wird hier in Wikipedia noch ein viertes Gesetz postuliert, nämlich die Superposition der Kräfte. Was ich da nicht begreife, ist, wieso man beim zweiten Gesetz dann F gleich M mal A schreibt und nicht die Summe über alle Kräfte gleich Masse mal Beschleunigung. Das zweite Gesetz ist übrigens eine Kombination von Impulsbilanz plus Kapazitivgesetz. Nun, was Kräfte sind, wird in den Newtonschen Gesetzen nicht gesagt, aber das war zur Zeit von Newton kein Problem. Da gab es ein Gesetz, eine Fernwechselwirkung zwischen allen Himmelskörpern, wobei die Kraft dann mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt und proportional zur Produkt der Masse ist. Das Produkt der Masse ist praktisch zwingend, weil sonst wird das dritte Newtonsche Gesetz verletzt. Nun, diese einfache Struktur hat dazu geführt, dass man immer das Gefühl hat, man müsse die Mechanik mit den Newtonschen Gesetzen beginnen. Aber die Newtonschen Gesetze haben so viel mit der Mechanik zu tun, wie der Rütli-Schwur mit der modernen Schweiz. Zur Zeit meines Vaters wurde aber das in der Schule umgekehrt erzählt. Da wurde gesagt, ohne Rütli-Schwur hätte es nie eine Schweiz gegeben und er hat das auch geglaubt. Das erklärt ja meinen Vornamen. Also gehen wir zurück zur Mechanik. Ich zeige jetzt mal, wie simpel eigentlich diese Gesetze sind, wie simpel diese Struktur ist, aber wie viele Schwierigkeiten man sich damit dann auch einhandelt. Beginnen wir zuerst mit einem einfachen Modell. Ich habe hier in der Bibliothek Systemphysik eine Unterbibliothek Himmelsmechanik gemacht. Wir haben also hier die Sonne, Erde, Mond. Ich zeige mal beim Mond, was die Parametrisierung ist. Also ich gebe einen Anfangsort an. Ich nehme einfach den Abstand der Erde von der Sonne. Und ich nehme dann senkrecht dazu den Abstand des Mondes von der Erde und gibt dann hier zwei Anfangsgeschwindigkeiten, nämlich die Relativgeschwindigkeit der Erde zur Sonne und dann die Relativgeschwindigkeit des Mondes zur Erde, so dass, weil ich da andere Komponenten nehme, kann man das überlagern. Ich gebe noch die Masse ein. Die Sonne setze ich am Anfang ins Zentrum des Koordinatensystems und die Erde, das ist dann ein bisschen einfacher. Ich habe hier einfach den Abstand von der Sonne 0, 0 und hier habe ich als Geschwindigkeit nur in Y-Richtung dann die Relativgeschwindigkeit der Erde zur Sonne, also diese 30 Kilometer pro Stunde. Dann habe ich das schon mal simuliert. Also da wäre mal die Bewegung der Sonne. Das kann man noch bisschen dicker machen, dann sieht man es vielleicht besser. Also die Sonne bleibt jetzt nicht stehen, weil ich beginne am Anfang im Nullpunkt. Also das ist eine sogenannte Plot-Darstellung. Das heißt, ich kann also hier x und y gegeneinander auftragen. Und da sieht man, die Sonne bewegt sich weg in diesem Koordinatensystem. Wenn man ein gutes Koordinatensystem suchen will, muss man halt den Koordinatenursprung in den Schwerpunkt des Gesamtsystems setzen und dafür sorgen, dass die Anfangsgeschwindigkeit so gesetzt werden, dass der Gesamtimpuls 0 ist und dann bleibt das System auch stehen. Aber das war mir zu aufwendig. Schauen wir noch das nächste Jahr, das wäre die Erde. Also hier wieder Erde X1-Komponente, X2-Komponente. Dass das nahezu kein Kreis ist, das hängt natürlich mit der Darstellung zusammen. Man kann das schon schieben, wie man will. Aber man kann natürlich auch den Nullpunkt suchen. Da war ja der Startort der Sonne. Und dann sieht man schon, dass es leicht elliptisch ist. Also hier. Hier hat man nicht genau
den gleichen Abstand. Schauen wir noch den Mond an. Ich habe mehrere Jahre simuliert. Das heißt, es sind mehrere Umläufe der Erde um die Sonne. Und der Mond, der macht dann eine kleine Bewegung um die Erde. Und das kann man schon erkennen, wenn man hier vergrößert. Dann sieht man auch, dass der Mond sich dann immer wieder ein bisschen am anderen Ort befindet. Der Abstand Erde-Mond ist ja viel, viel kleiner als der Abstand Sonne-Erde. Und weil natürlich die Umlaufzeit des Mondes, also immer bezüglich der Sterne, die siderische Umlaufzeit, nicht ein Vielfaches ist der Umlaufzeit der Erde um die Sonne, gibt es dann hier natürlich Bahnen, die nicht ineinander, immer übereinander laufen. Was mich ein bisschen irritiert hat jetzt, sind die haufenweisen Meldungen, die gekommen sind. Also ich habe offensichtlich nicht in der neuesten Modellica-Bibliothek modelliert. Und da kommen noch Warnungen. Offensichtlich habe ich da noch nicht alles korrekt modelliert. Schauen wir noch schnell die Bibliothek an. Also das ist die Bibliothek Systemphysik, von der ich behaupte, dass sie einen viel zeitgemäßeren Zugang zur Physik liefert, als wenn man mit diesem Blinddarm genannt Newton-Mechanik beginnt. Diese Bibliothek umfasst genau zwei Elemente und ein Beispiel, das ich jetzt gezeigt habe. Ich will aber nicht verschweigen, dass wenn man andere Beispiele macht, wo die Massen sehr unterschiedlich sind und so weiter, dass man dann sehr rasch in numerische Schwierigkeiten kommt. Ich zeige zuerst mal den Himmelskörper. Wie ist der Himmelskörper modelliert? Also den kann man dann vererben und mit Sonne, Mond und Erde anschreiben. Da gehe ich zuerst mal in diesen Text. Ich führe drei Parameter ein, nämlich den Anfangsort. Und da sieht man hier, das wird jetzt als Matrize formuliert, x, Ecke, Klammer, drei Dimensionen, dann wird hier der Ort angegeben. Defaultmäßig 0, 0, 0, das wird dann überschrieben im Parameterfenster, wie gezeigt. Dann gebe ich eine Anfangsgeschwindigkeit vor und ich gebe noch die Masse vor, die muss man dann auch überschreiben. Dann definiere ich drei Größen, auch Vektorgrößen, nämlich die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Und da habe ich eben den Startwert für den Ort und die Geschwindigkeit setze ich auf den Anfangswert, den ich vorgebe. Und dann schreibe ich fix gleich true. Das heißt, er soll immer diese Größe nehmen. Ich glaube, da hat sich etwas geändert in der Modellica-Sprache. Das muss ich dann noch rausfinden. Und hier kommen die Gleichungen. Also die Geschwindigkeit ist die Ableitung von x und die Beschleunigung ist die Ableitung von v, alles vektoriell. Dann habe ich einen Konnektor. Den zeige ich dann noch. Und da verbinde ich einfach den Konnektor mit der x-Variable. Dann die Masse mal die Beschleunigung ist dann die totale Gewichtskraft und die Masse, die ich übergebe über den Konnektor, ist dann die Masse des Systems. Gehen wir zurück zur ikonischen Darstellung. Da habe ich so einen Konnektor, den schauen wir jetzt uns an. Der Konnektor ist jetzt ein bisschen komplizierter als der Standard-Konnektor in Modellica. Ich habe also wieder eine Position als Potentialgröße. Ich habe eine Kraft als Flussgröße, eben die Impulsstromstärke, alles vektoriell. Und dann habe ich ein Signal-Output, nämlich die Masse. Die muss sich übergeben in die Wechselwirkung. Ich zeige das schnell. Gehen wir also zurück zum Modell. Also ich habe hier diese Körper, dazwischen habe ich die Wechselwirkung. Dann schauen wir uns mal diese Klasse an und dann sieht man, hier definiere ich nur den Abstand und dann definiere ich noch einen Abstandsvektor. Dann werden zwei Konnektoren angehängt. Das sind jetzt die anderen, das sind jetzt die Inputs. Die sind ähnlich wie die Ausgänge bei den Planeten, aber einfach mit dem Signaleingang zusätzlich. Dann hier wird die Impulserhaltung garantiert. Das ist eben Aktio gleich Reaktio eigentlich.
Dann hier wird die Distanz definiert als Vektor. A und S ist dann, das habe ich jetzt kompakt geschrieben, also dx, dx, das heißt, das ist das Skalarprodukt, Wurzel draus gibt den Abstand. Und dann hier kommt das Newtonsche Gesetz, also Modelica Konstanz g, das ist vordefiniert, das ist die Gravitationskonstante. Dann nehme ich die Masse, die über den Signaleingang positiv und negativ kommt, und dann mal dx, das ist der Vektor. Der zeigt übrigens von p nach n. Und da muss ich s hoch n plus 1 rechnen, weil ich ja hier noch mit dem Abstandsvektor dann noch einen Einheitsvektor kreieren muss. Gehen wir noch schnell auf die ikonische Darstellung. Also hier sieht man diese beiden Konnektoren, das sind Inputs vom Signal her. Also die beiden sind identisch, aber ich brauche positiv, negativ, damit ich dann bei den Gleichungen keine Vorzeichenfehler mache. Also das ist die Wechselwirkung, also eigentlich eine Fernwechselwirkung, die ja nicht von der Geschwindigkeit abhängt, sondern nur vom Ort, aber die Information haben muss, wie groß sind die Massen der Planeten. Das hat ja nichts zu tun mit der Wechselwirkung direkt im Sinne eines Impulsstromes. Deshalb brauche ich noch einen Signaleingang. Ich brauche nur zwei Elemente, den Himmelskörper, dann die Wechselwirkung und natürlich dann, ich zeige das hier bei den Konnektoren, ich brauche hier einen Gravitation-Output und einen Gravitation-Input. Und diese simple Struktur wird immer noch unterrichtet in allen Schulen, in der Meinung, wenn man das begriffen habe, habe man dann einen großen Teil der Mechanik begriffen, das ist überhaupt nicht wahr. Deshalb habe ich ja hier noch andere Bibliotheken wie Translation, Rotation und dann noch etwas anderes. Es sind vektorwertige Größen, die man hier verwendet, also mathematisch komplizierte Objekte. Dann brauche ich die zweite Ableitung, das ist auch nicht einfach zu verstehen. Also was man heute an den Schulen macht, ist eigentlich ein Riesenskandal. Man unterrichtet etwas, das 300 Jahre alt ist, kaum einen Bezug hat zur heutigen Physik. Und derart schwierig ist, dass man gar nicht die Struktur erklären kann, sondern immer nur ganz, ganz vereinfachte Beispiele. Zeige ich zum Schluss noch etwas anderes. Gehen wir schnell in die Plottebene. Und da habe ich den Parameter 2. Das ist der Exponent des Gravitationsgesetzes. Jetzt setzen wir das auf 1,99 mal. Wollen nicht übertreiben. Dann sollte man das hier simulieren können. Und dann sieht man, nehmen wir jetzt nicht den Mond, sondern die Erde, dass da eine sogenannte Periheldrehung stattfindet. Das heißt, die Ellipse beginnt sich zu drehen, wenn man kein Hoch-2-Gesetz hat. Ich kann natürlich hier ein bisschen übertreiben, zu viel sollte ich nicht übertreiben, sonst stürzt das Ganze numerisch ab. Ich gebe jetzt 1,97, dann lasse ich es noch einmal rechnen und dann sieht man schon, wie die Ellipse dann plötzlich wegwandert. Also, so weit kommt man ja in der Schule gar nicht. Also, wo es interessant wird physikalisch. Wieso hat es ein 1 durch r Quadrat gesetzt und nicht ein anderes? Und wieso gibt es dann Ellipsen und so weiter? Lässt sich mit dieser simplen Bibliothek sehr einfach behandeln, wenn man wirklich das Gefühl hat, die Newton-Mechanik sei das Fundament. Das ist natürlich der historische Anfang, aber Fundament würde ich der Newton-Mechanik nie sagen.